In der Bibel ist immer wieder die Rede von Büchern. Da gibt es ein Buch des Gesetzes, ein Buch der Könige, das Buch des Lebens. Und es ist die Rede davon, dass Gott ein Buch hat, in das er alle unsere Lebenstage hineingeschrieben hat. Wir lesen im Psalm 139: Jeder Tag meines Lebens war in dein Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Wenn ich mir vorstelle, dass Gott ein Buch über mein Leben geschrieben hat und es einzelne Kapitel haben würde, und ich würde zurückblättern in die Kapitel, die schon hinter mir liegen, dann müsste ich sagen, hinter viele Kapitel würde ich reinschreiben: Danke Gott, du hast es gut gemacht. Danke Herr, dass du uns so bewahrt hast. Danke Herr, dass du es zu meinem Besten gemacht hast, obwohl es wirklich ganz anders aussah, obwohl ich es ganz anders eingeschätzt hatte, obwohl ich es ganz anders empfunden hatte. Aber wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, Herr, du hast es mit meinem Leben bis jetzt gut gemacht. Vielleicht bist du jetzt in der Situation, dass in deinem Leben ein neues Kapitel angefangen hat. Und du machst die Erfahrung, dass diese ersten Blätter, die da geschrieben wurden, voller Tränenspuren sind, weil die Dinge nicht so laufen, wie du sie gedacht hast. Vielleicht hast du mit Verlust zu kämpfen. Vielleicht fühlt sich alles ganz anders an, als du es gedacht und erwartet hast. Vielleicht ist es alles schwierig, fremdartig und wirklich schwer für dich. Ich möchte dir sagen, dass es in der Bibel schon davon die Rede ist, dass der Herr deine Tränen gesehen hat. Da lesen wir: Du zählst alle meine Klagen und sammelst alle meine Tränen in einem Gefäß. Ja, du hast jede einzelne in deinem Buch festgehalten. Gott sieht jede von deinen Tränen. Jede Minute, in der du jetzt stehst und die so schwer und so seltsam sich anfühlt, voller Trauer vielleicht, weil du Verluste hinnehmen musstest. Der Herr hat jede deiner Tränen festgehalten. Damals war es Brauch, dass die Leute, die einen Angehörigen verloren hatten, ihre Tränen der Trauer, des Abschieds, des Verlusts in einem kleinen Krüglein oder in einem Schlauch gesammelt haben und es als Gabe an das Grab gelegt haben. Daher kommt dieser Ausdruck in der Bibel. Der Herr sieht alle deine Tränen und er weiß es, er sieht dich jetzt. Ich möchte dich gerade jetzt einladen, wieder aufzustehen. Aufzustehen aus dieser Trauer, aus diesem, was sich da so schwer in diesem Kapitel deines Lebens anfühlt. In der Bibel lesen wir: Des Nachts währt das Klagen, aber am Morgen kommt die Freude. Ich möchte dich einladen, aufzustehen und in diesen Morgen hineinzugehen. Es wird hell. Es bleibt nicht immer dunkel über denen, die in Angst sind, über denen, die in Trauer sind. Es bleibt nicht dunkel in deinem Leben, auch wenn du jetzt denkst, warum gerade ich? Warum passiert das jetzt? Warum passiert es mir? Jetzt, wo sich alles so gut eingestellt hatte und jetzt das. Starte neu, steh auf in einen Morgen, den der Herr dir schenkt. Es wird hell. Der Herr ist dabei. Er will dich einladen, er will dich erheben, er will dich hochheben. Starte in diesen Morgen nach der Trauer der Nacht. Es wird hell in deinem Leben. Ich wünsche dir, dass du erfährst, heute hat der Herr mehr für dich.